Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe. Wir haben eine schöne Livery von der TUI. 50 Jahre feiern sie. Und da gibt es Emotionen, wenn man die alte Hapag-Lloyd Schwanz-Livery sieht, beziehungsweise dann HLX. Wer von euch kennt das überhaupt noch? Und vorne ist es TUI. Ja, ist eine 737. Weiter geht es mit den Themen, die wir heute haben. Und zwar Eurowings feiert 5000 Mitarbeiter. Ryanair hat Panik, dass die Preise stagnieren und dass man quasi das Plateau erreicht hat. Und wir haben noch Neuigkeiten aus dem Bereich Fliegen. Soll bis 2050 klimaneutral werden, fällt wohl aus wegen, ist nicht. Habe ich was vergessen? Tja, Berlin. Sicherheitskontrolle ist schneller geworden, seitdem es der Berliner Flughafen macht. Aletta von Massenbach hat hart durchgegriffen. Ihr könnt ja berichten, inwieweit ihr das auch so seht und inwieweit ihr sagt, ja, der Flughafen Berlin ist besser geworden. Und ich habe mich mit ihm angefreundet, obwohl die Lage immer noch schlecht ist. Aber es gibt gute Nachrichten. Die S-Bahn, also die Currywurststelle draußen, die ist jetzt wieder offen. Also es gibt wieder Currywurst. Also ein Grund, in Berlin den Stammtisch im Juni zu besuchen. Ich werde zur ILA werde ich wahrscheinlich nicht gehen. Aber in der Woche von der ILA ist ja der Berliner Stammtisch. Nächste Woche ist Frankfurt Stammtisch und Hamburg haben wir auch. Also, denkt dran. Jetzt seid ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, Kanalfrage zu beantworten, Kanalmitglieder zu werden und natürlich den Kanal weiter so erfolgreich zu machen, wie er ist, durch euer Schauen und eure Aktion. Danke dafür. Das erste Thema, was wir hier haben, ist Eurowings. Für die Eurowings ist es ein wichtiger Meilenstein, dass man jetzt 5000 Mitarbeiter hat. Und es ist eine europäische Value Airline, also eine Fluggesellschaft, die Wert bringt. Bei vielen beliebt, bei vielen gehasst. Aber wenn man überlegt, wie die Eurowings gestartet ist mit der ATR 72 und jetzt wirklich eine Flotte hat von modernen A320er Flugzeugen, muss man natürlich sagen, dass das signifikant ist. Aber die Lufthansa hat natürlich da auch sehr viel Starthilfe gegeben und hat dann, als sie die übernommen haben, mit 150 Destinationen jetzt das Ganze ja auch erst angefangen. Die 5000 Mitarbeiter ist eine wichtige Hürde und der Managing Director HR und Finanzvorstand, glaube ich, ist er sogar auch noch, das ist der Kollege Kai Duwe. Und er sagt, dass es halt wirklich so ist, dass dieses Vertrauen, was die Mitarbeiter in die Marke setzen, weil sie dort angestellt sind, sehr gut ist in seinen Augen und man weiter wachsen möchte. Aber man möchte auch natürlich das Ganze auch mit einer abgedateten Uniform-Policy untermauern. Und zwar ist das jetzt so, man möchte mehr die Diversity and Tolerance promoten, heißt also, man möchte da wesentlich offener sein. Ich finde das interessant. Man darf jetzt auch sichtbare Tattoos haben. Wichtig ist aber, dass die Hände, der Nacken und das Gesicht tattoofrei sein sollen und müssen. Und man darf 3 Piercings an den Ohren haben, aber nicht im Gesicht. Und Unisex Roots for Hairstyles. Also das heißt, dass man dort quasi tragen kann, was man will im Prinzip. Man kann Make-up und Jewelry, also quasi dort Geschmeide tragen. Obwohl, das, ich weiß nicht, ob das der Kundschaft so gut gefällt, weil natürlich der Flughafen vom Ambiente her mit Eurowings nicht unbedingt Luxus ausstrahlt. Aber nun gut, ihr könnt ja schreiben, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. Ich finde es amüsant, alleine den Gedanken. Berliner Flughafen viel gescholten und ich sage ja auch an dieser Stelle immer wieder, Berlin hat keinen Flughafen, sondern er ist ja da in Königs Wusterhausen, wo man ja auch quasi klagen müsste im Zweifelsfall. Und da ist es so, dass man jetzt mit dem Flughafen der FBB, also Flughafen Berlin-Brandenburg, jetzt selber die Sicherheitskontrollen macht und die Wartezeiten sind kürzer geworden, sagen sie. Im ersten Quartal dieses Jahres sind 10% mehr Fluggäste über den Hauptstadtflughafen geflogen als im Vorjahr. Heißt also, es ist jetzt nicht irgendwie die Zahl angenehmer geworden, weil man gesagt hat, ja, es sind weniger Leute, sondern es sind mehr Leute geworden und die Wartezeiten sind trotzdem kürzer. Und man hat jetzt dort 80% der Leute haben bei der Sicherheitskontrolle weniger als 10 Minuten gebraucht. Gut, wer zur
zur Hauptsitzungszeit kommt, findet das natürlich nicht so ganz so spannend und so lustig, weil das natürlich ein Thema ist und ein Problem sein kann, weil es, wenn es voll ist. Aber wenn es im Durchschnitt 80% innerhalb von 10 Minuten, dann muss man sagen, Respekt. Und hier gibt es von Aletta auch noch ein Zitat. Und zwar, es gibt Momente, in denen das immer noch nicht gut funktioniert. Und man möchte aber jetzt mit Live-Kameras, die man seit einigen Wochen hat, aber auch mit KI da Abhilfe schaffen. Also das heißt, die künstliche Intelligenz hält da Einzug. Und man merkt auch, dass in Berlin die Passagierzahlen deutlich langsamer steigen als bei anderen Flughäfen. Sie hatte das gesagt, als sie die Zahlen für 2023 vorgestellt hatte. Im vergangenen Jahr flogen 23,1 Millionen Fluggäste über BER. Man rechnet dieses Jahr mit 25 Millionen. Das ist schon okay. Unterm Strich macht der FFB erneut einen hohen Verlust von fast 213 Millionen Euro. Wir können also gar nicht so viel fliegen, dass das irgendwann mal in die schwarzen Zahlen kommt. Also Berlin immer wieder für eine Überraschung gut. Auch hier könnt ihr sagen, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt, dass Berlin da wieder so ist. Aber S-Bahn, also die Currywurst, die gibt es wieder und die werde ich mir auf jeden Fall auch reindrehen. Ich mag das. Also Stammtisch, ich sag's nur dazu. Wir haben uns lang und breit darüber unterhalten. Ich habe es ja auch öfters gesagt, Fliegen kann irgendwie nicht Umweltschutz sein. Und die EU hat ja nicht umsonst die Lufthansa Group und andere Fluggesellschaften in Europa wegen ihrem Greenwashing da auch in die Kandare genommen. Es ist auf jeden Fall so, es gibt keine einzelne Technologie, die da ausschlagend also das ganze Thema so macht, dass das Fliegen wirklich klimaneutral wird. Wichtig auch, dass das ein Bericht für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag ist, also TAB, Technikabschätzung. Wusste gar nicht, dass es so einen Verein gibt. Aber da könnt ihr ja mal sehen, für was Geld ausgegeben wird. Und es gibt halt im Moment keine Strategie. Die elektrischen Antriebe, nachhaltigen Kraftstoffe aus Abfall oder Biomasse, grüner Wasserstoff, die Optimierung von Kraftstoffen, ein nachhaltiges Flugzeugdesign sowie Emissionsreduktion durch Effizienzsteigerung sind nötig, um das Ganze zu machen. Ja, logisch. Die Freunde bei Airbus feiern ja nicht umsonst gerade, dass sie ihren 380er einen als Testflieger haben, wo sie Wasserstoff ausprobieren, weil das natürlich so ist. Aber man sagt jetzt trotzdem, dass die Luftfahrt bis 2050 nicht klimaneutral sein kann. Schaut, schaut, hört, hört. Also insofern, ich bin mal gespannt, was da ist, aber es gibt dort Kritik. Wichtiger Ansatz ist, die Nachfrage nach Flügen senken. Ja, das ist halt interessant, dass der wichtigste Ansatz der Emissionseinschränkung die reduzierende Nachfrage ist. Dabei geht es etwa um die Besteuerung von Langstreckenflügen, die die größten Emissionsbeiträge haben. Heißt also, man möchte Flüge teurer machen. Ich könnte jetzt wieder kokett sagen, Fliegen nur noch für die Reichen. Aber ich glaube, dass diese Geschichten, die wir hier haben, wirklich eine globale, nachhaltige Lösung brauchen. Heißt also, wenn wir uns das global angucken und wir in Europa jetzt, sagen wir mal, da einsparen und vielleicht klimaneutral werden, glauben wir, dass der Chinese das auch macht oder dass die anderen das machen, dass andere folgen? Das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht ganz so. Und da habe ich so meine Zweifel. Also da bin ich mal gespannt, wie ihr die Thematik seht. Ob man da jetzt vielleicht den Ansatz auch nimmt, den die haben wollen, dass man Privatflieger, ja, ich weiß, ihr kommt dann auf Fritze Merz, aber auch auf Viehflieger legen möchte. Das heißt also, Gößling sieht es als wichtig an, bei Maßnahmen gezielt zu berücksichtigen, wer pro Kopf besonders viele Emissionen verursacht. Nämlich eine sehr kleine Gruppe von Fliegern. Ja, ihr seid das. Diese Gruppe einzuschränken bzw. zu mehr Flügen in der Economy zu zwingen, hat einen sehr hohen Emissionsminderungspotenzial. Heißt also, wer in der Economy Class fliegt, der ist richtig, aber Business Class und Premium Economy und First Class sind böse, weil ihr mehr verursacht an Emissionen. Finde ich natürlich auch spannend, wenn man das sieht. Ich bin da also fassungslos, dass man da jetzt wieder anfängt, so einen Keil reinzutreiben. Und vor allem, wie viel Umwelteinsparung können wir mit der Fliegerei machen? Waren es 2% weltweit? Wenn heute Morgen alle Flugzeuge stehen bleiben, waren es 2%. Ne? Also quasi einmal Deutschland. So ungefähr. Bisschen hier und da mehr.
Auch hier wieder von euch natürlich ein kontroverses Thema, das ihr besprecht. Und wenn ihr kommentiert, ja, ich verspreche euch, ich werde die Kommentare heute auch nochmal bearbeiten. Ich werde das gleich angehen. Also insofern widmen wir uns jetzt einem schönen Thema. Und zwar TUI Fly. 50 Jahre ist die Bude alt. Und da habe ich gesagt, TUI Fly gibt es die so lange? Und ich hatte mir auch irgendwann mal die Frage gestellt, Hapag-Lloyd, Hannover, das war doch mal eine Geschichte. Ja, hier, Bilder. Ihr seht es, Hapag-Lloyd, hinten nochmal dran, dann die HLX. Wie lange war das denn schon her? Hapag-Lloyd Express. Und dann vorne ist es die TUI Fly. Die 737-8 ist jetzt im Angesicht des Jubiläumsjahres im aktuellen TUI-Design und den historischen Farben von HLX und Hapag-Lloyd-Flug lackiert. Der Taufname des Flugzeuges ist Fuerteventura. Namensgebung wird im Laufe des Jahres auf der Kanareninsel stattfinden. Also quasi Namensgebung heißt Taufe, denke ich mal. Und ich gebe euch noch mal ein zweites Bild aufs Auge, damit ihr euch nicht langweilt. Das ist ein anderes Bild in Hannover, wo man sieht, wie die Maschine landet. Und seit 50 Jahren ist der Flug mit der TUI Fly der Grand Prix gelungen. Start in den Urlaub zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der TUI Fly. Freue ich mich, dass wir jetzt in einen fliegenden Botschafter abheben lassen können, der die Entwicklung seit den 70er Jahren visualisiert. Fernflieger stehen hoch im Kurs. Das zeigt auch die Vielzahl von Flugzeugen im Markt. Trotzdem sind die Kapazitäten knapp und treffen auf eine ungebrochene Reise los. Die gute Nachricht, selbst wenn die Fluggesellschaft, wenn es den Fluggesellschaften durch die steigenden Abgaben und Steuern nicht leicht gemacht wird, wollen wir in den nächsten Jahrzehnten viele Menschen ein attraktives Urlaubsangebot mit der Flugreise machen. Das sagte TUI-CEO der Sebastian Ebel, als er das Flugzeug am Terminal D vorgestellt hatte in Hannover. Also ihr seht, Ryanair sieht das etwas anders als TUI, dass Fliegen da immer noch eine hohe Nachfrage hat und so weiter. Also ich bin mal gespannt, wie das wird. Und natürlich darf es halt nicht fehlen, ein paar Zahlen. Die Gesamtfläche von 1000 Quadratmetern bringen Lackierer und Lackierer ungefähr 380 Liter Farbe, härter und verdünner auf. Die Größe der einzelnen Bauteile stellen dabei besondere Herausforderungen dar. Ein Flügel hat eine Fläche von 250 Quadratmetern. Und auch der Flugzeugrumpf ist mit knapp 480 Quadratmetern sehr groß. Wichtig ist auch, dass hier die UV-Strahlung einwirkt. Deshalb sagt er, wie wichtig es ist, dass man eine gute Lackierung hat. Und von minus 55 bis 100 Grad Celsius kann das Ganze reichen. Enteisung, Kerosin und Schmierölrückstände ist so, dass das natürlich auch dazu führen kann, dass das Ganze korrodiert. Nur noch mal als Hinweis, damit kann man dann natürlich schauen, dass man das Thema vermeidet, dass da Schäden am Flugzeug stattfinden. Aber deshalb wird ja auch Korrosionsschutz gemacht. Also. Aber ihr könnt ja noch mal unten schreiben, wie ihr die Lackierung findet. Und zwar die Frage des Tages, die ich habe, wie findet ihr die TUI-Lackierung? Den zweiten Teil der Frage gebe ich euch gleich. Oder ich kann euch jetzt geben, weil den nächsten Artikel, den ich gefunden habe, der geht darum, dass Ryanair der Meinung ist, dass die Flugpreise stagnieren, zumindest nicht nach oben gehen mehr. Und dass die die Airlines, Fluggesellschaften, CEOs nervös werden oder wie ich immer zu sagen pflege, excited, also aufgeregt sind. Und es ist so, dass die Preise die letzten zwei Jahre gestiegen sind und auch unermesslich hochgegangen sind. Ist halt auch wirklich so, dass man da sagen muss, dass die Preise, die Lufthansa oder andere Fluggesellschaften genommen haben, schon teilweise relativ pervers waren. Und da ist es halt so, dass Ryanair jetzt in der Sommersaison 17 Boeing 737 MAX weniger erhält als eingeplant. Was natürlich schon lang und breit diskutiert worden ist, dass sie dann halt auf Strecken außerhalb Deutschlands und so weiter eingesetzt werden, also Regelfall Osteuropa, weil sie da mehr Marge einfliegen. Und die Reiseflughöhe bei Preisen ist erreicht, denn die Lufthansa weist für das erste Quartal 16% höhere Durchschnittserlöse aus als in 2019. Zu dem Preis gehen Sitze aber nicht mehr weg, heißt es im Konzernumfeld. Der Zenit scheint erreicht oder vielleicht haben wir ihn sogar überschritten, wie es so schön heißt. Und da bin ich mal gespannt. Carsten Spohr sagt, dass er einen weiteren starken Sommer erwartet. Und dieses Revenge-Travel nach Covid ist anscheinend vorbei. Und da könnt ihr wirklich nochmal die Frage des Tages beantworten. Ist euch das auch aufgefallen, dass die Flugzeuge leerer werden oder dass die Preise sinken? Da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, solche Meldungen sind vielleicht auch Folklore. Man weiß immer nicht so wirklich, ob man da jetzt das Ganze so ernst nehmen soll, wie es gesagt wird.
Ich denke mal, dass der Nachholeffekt oder diese Revenge Travel, wie ich es eben genannt habe, jetzt natürlich sich ein bisschen eingestellt hat, weil die Leute ja halt auch jetzt gereist sind und natürlich das Angebot auch steigt. Damit ist es halt wirklich so, dass man ganz klipp und klar sagen muss, dass die ganzen Fluggesellschaften hier jetzt die Flugzeuge kriegen und damit können die Preise dann wieder sinken. Also Angebot, Nachfrage, ganz normale Geschichte, oder? Also, ihr könnt das beantworten und vielleicht ist auch der Grund, dass die Zukunft für viele etwas prekärer ist. Manchmal einfach sagt, ich gebe kein Geld mehr für Reisen aus. Auch ein Hinweis. Aber ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, aber auch ganz klar zu sagen, wie ihr die Fragen des Tages beantwortet, wie ihr die TUI Library findet, oder muss ich Livery sagen. Hier nochmal das Bild von der Landung, da seht ihr es. Und ob ihr der Meinung seid, dass die Flugzeuge, hätte ich fast gesagt, leerer werden, beziehungsweise billiger werden die Sitze. Also, da bin ich mal gespannt. Und danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, entweder im Podcast oder hier in der Sendung. Also, danke und bis morgen wieder in Alter und in Frische. Und ich möchte mich abspannen. Also, bis dann. Ciao. Thank you.